So, weiter geht's mit der nächsten Folge Ark Survival. Ihr wisst das ja, Zossen Pounds hier und so. Ich habe jetzt eben in eurer Abwesenheit mal schnell den Stego vollgeladen. Hat ewig gebraucht, bis er wieder hierher gekommen ist, weil er jetzt ziemlich langsam ist. Wir haben jetzt alles voller Steine. Wir werden einfach mal den nächsten Schrank bauen. Oder auch nicht. Doch, ein bisschen Holz haben wir doch hier. Und es fängt wieder an zu regnen. Was will man mehr? Bisschen Holz haben wir hier. Was fehlt denn noch? Fasern, glaube ich. Haben wir Fasern? Haben wir Schrank? Oh, meine Maus wieder. Ach, eine einzige Faser fehlt. Die dürfte man ja wohl noch mal schnell kriegen. Ach, solange es in so regelmäßigen Abständen regnet, brauchen wir uns um die Beete ja gar nicht kümmern und sie wachsen ganz von selbst. Das ist doch schön. So, jetzt haben wir genug Fasern. Tja, ansonsten ist in der Zeit nicht viel passiert. Ich habe einfach nur da hinten die Steilklippe ein bisschen abgeräumt. Da stehen jetzt keine Steine mehr. Die dürften aber ja irgendwann respawnen. So. Denn wollen wir mal schauen, jetzt müssen wir doch genug haben. Dann bauen wir mal den nächsten Schrank für Steine. Und eigentlich brauchen wir auch noch einen für Feuerstein, aber alles zu seiner Zeit. Dann nennen wir ihn Steine. Ich weiß, es ist langweilig, aber naja, was sollen wir ihn sonst nennen? Gott, ich kann da wahrscheinlich gar kein 100er Stack mehr tragen. Ich hätte mal erstmal ausräumen sollen. So, Steine, Steine. Ein bisschen Metall ist auch gedroppt, sodass wir wahrscheinlich gleich die Metallsachen bauen können. Ich hoffe das zumindest mal. Das war zu schwer. Das Metall können wir gleich schon mal brennen lassen hier. Nicht in der Werkbank. Sondern hier. Wie ihr vielleicht gesehen habt, auch ein wenig verdorbenes Fleisch. Um nochmal ein Narkosemittel herzustellen. Level Up habe ich auch bekommen. Ich habe es aber natürlich noch nicht vergeben. Ihr sollt ja nichts verpassen. Ah, kann ich diesmal noch laufen? Ja, diesmal kann ich noch laufen. Da muss unbedingt eine Rampe hin. Ganz wichtige Sache. Auf Z kann man übrigens seinen Darm entleeren. Nur falls man das irgendwann mal braucht. Ja, also wenn ihr auf Toilette geht, immer schön Z drücken. Ach, die Feuersteine haben wir ja jetzt noch gar nichts. Dann packen wir die erstmal mit zu den Steinen. Aber auch die kriegen ihren eigenen Schrank. Na, 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 na. Das mit dem Entladen. Muss auch gemacht werden. Ach, 3 war wieder zu viel. Ich hatte gehofft, weil ich jetzt die Dings da rausgetan habe, geht's vielleicht, aber dem war nicht so. Die Dings, das Holz. So. Jetzt haben wir es ja gleich. Und dann müssen wir noch mal ein bisschen Holz sammeln gehen. Feuerstein wiegt nicht ganz so viel, das wiegt ja nur 500er Stack statt 50. Da kann man immer mal zwischendurch was mitnehmen. So, einpacken wir dann auch gleich hier in den Mörser und Stößel rein.
Zündpulver haben wir ja noch ein bisschen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann müssen wir nämlich langsam mal die Plattform zu Ende bauen. Deswegen gehen wir jetzt Holz sammeln. So, Stego kommt mit. Wenn wir wiederkommen, dürfte auch das Metall geschmolzen sein. Wir machen das jetzt auch nicht so lang. Oh, und Fasern sollten wir auch ordentlich welche mitnehmen. Das machen wir natürlich. Auch da können wir dann die Sichel bauen. Allerdings muss man dazu sagen, die Sichel ist enorm teuer mit 18 mal mit 18 Metallbarren oder so. Ich glaube, das waren 18. Ist die wirklich enorm teuer. Da ist man ohne den Ankylo doch eine ganze Zeit am Sammeln. Fasern dürfte das doch erstmal wieder eine Zeit lang vorhalten. Dann wollen wir doch noch ein bisschen Holz mitnehmen. Stego Trag. Sind wir jetzt eigentlich schon Level 30? Wir sind ja schon über Level 30. Dann könnten wir ja mal den Stego-Sattel so langsam bauen. Halte ich für eine ganz gute Idee. So, da haben wir den Stego-Sattel. Können wir den so herstellen? Ja, können wir. Tierhaut, Fasern, Holz. Okay. Denn dann können wir richtig Bären farmen und auch richtig Holz, Stroh farmen. Holz leider nur bedingt. Er sammelt zwar ein bisschen was mit ein, aber naja, das ist... Im Gegensatz zu dem, was er an Stroh einsammelt, ist das wirklich nichts. Und 200 Tierhaut, da müssen wir wohl gleich mal jagen gehen. Aber auch das werden wir tun. Dann habt ihr auch endlich mal wieder was Interessantes zu sehen und müsst mir nicht die ganze Zeit beim Sammeln zugucken. Und könnt wieder darauf hoffen, dass ich sterbe. Die Chance besteht ja leider. Huch, wo ist denn der Anfang vom Baum? Wo fängt der Baum an? Ach, da hinten. So, das müsste doch holztechnisch wieder mal eine Zeit lang vorhalten, oder? Wollen wir es hoffen. Fasertechnisch brauchen wir dann ja jetzt auch noch ein bisschen mehr, wenn wir den Sattel haben wollen. Hier vielleicht gerade irgendwas, was man jagen kann.
Ah, nur die verdammten Parasaurier. Dann werden wir uns gleich eine Ola bauen und den einen oder anderen Parasaurier krallen. So. Oh nein, wir verhungern. Das geht doch so nicht. Guck mal her, hier. Oh, und das Fleisch ist fast leer. So. Dann wollen wir mal hoffen, dass der Stego einigermaßen hinterherkommt. Oh, erstmal alle Steine drumherum wegsammeln, bevor man an die Fasern kommt. So, und wir ändern jetzt mal seine Verfolgungsdistanz. Von... ja, auf niedrig. Dann bleibt er nämlich schön nah bei uns. So, haben wir noch genug Holz für eine Rampe? Nicht ganz. Oh, wir können sogar zwei herstellen. Wunderbar. So, dann darf er mal hier stehen bleiben. Und ein weiteres Level up. Wunderbar. Und eine wollte ich ja nach da hinten knallen, ne? Wenn da jetzt nicht der Stego am Weg steht. Ja, das tut er. Gott, dann muss das bis zum nächsten Mal warten. So. Schauen wir mal, ob wir nicht vielleicht doch genug Leder haben. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Nö, sieht nicht so aus. Nein, haben wir nicht. Okay, dann also jagen. Dann müssen wir den Stego so lange auch nicht ausladen. Das können wir ja auch gleich tun. Ach, Bola bauen. Bola bauen. Hätte ich beinahe vergessen. Also ein bisschen Tierhaut mitnehmen. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Da. Bauen wir uns mal 5. Narkobären wegpacken und vielleicht das Fleisch und vielleicht auch noch ein bisschen Fleisch mitnehmen. Das ist der falsche Schrank. Hier haben wir noch ein bisschen Fleisch. So, und vielleicht noch schnell die Samen weghauen, die sind im Weg. Die machen das Inventar immer so unübersichtlich. Bisschen Tierhaut, was wir jetzt noch hier haben, lassen wir natürlich auch hier. Können wir uns noch ein paar Pfeile bauen? Ich bin mir nicht sicher, ob wir damit rumkommen. So. Und dann wird gejagt. Oh, da ist ein Strahl runtergekommen. Schauen wir mal, ob wir den schon nehmen können. Ich bin leider ein wenig farbenblind, deswegen weiß ich nicht genau, was das jetzt hier für eine Farbe ist. Grün oder gelb oder irgendwie sowas in der Richtung ist das, glaube ich. So, und was haben wir hier? Ach, wieder den verkackten Fionanöl. Mehrfach brauchen wir den wirklich nicht. Wir brauchen ihn wahrscheinlich schon einmal nicht. So, da vorne sehe ich einen Dodo, der am Baum festhängt. Oh, hier hängt wieder alles Mögliche an den Bäumen fest. Und da hinten ist auch ein Brontosaurus. Sehr geil. Den schnappen wir uns nämlich auch mal.
Allerdings noch nicht jetzt, aber es ist schön, wenn er schon in der Nähe ist. So, den Dilophu. Ja, die Pfeile kann man, wenn sie nicht zerbrechen, auch wieder nehmen. Allerdings manchmal zerbrechen sie. So, jetzt schaut unser Pharasaurus einfach dabei zu, wie wir einen seiner Artgenossen töten. Ist gut trainiert. Ich hab nicht... wahrscheinlich keine Feuersteine. Yep, es fehlt an Feuersteinen. So, aber das müsste doch... Nee, das hat noch nicht gereicht. Also weiter. Oh, da vorne sind zwei Dilophosaurier. Die nehmen wir natürlich gleich mal mit. Das war aber nix. Die beschützen sich auch gegenseitig. Die kleinen Giftspritzen. Wohl wieder warm. So, jetzt haben wir einen weiteren Dilophu. Allerdings finde ich das nicht gut, dass ich jetzt keine Spitzhacke mehr habe. Denn gefühlt kriegt man, keine Axt mehr. Gefühlt kriegt man mit der Axt mehr Tierhäute und mit der Spitzhacke mehr Fleischbrocken. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht, aber ich habe das Gefühl, dass das so ist. Oh, noch ein Dodo. Den nehmen wir natürlich gleich mit. Ach, eigentlich träumt er auch so ganz gut Tierhaut. Oh, da vorne ist noch ein Dodo. Dodos müssen immer dabei sein. Und ich denke, wir machen den hier jetzt mal auf Folgen. Darf ich nur nachher nicht vergessen. Oh, da ist ja noch ein Dodo. Den hätte ich ja beinahe übersehen. Jetzt sehe ich keinen mehr. Also mal weiter. Dann könnt ihr auch mal ein bisschen was von der Insel sehen hier. Oh, da vorne sind zwei Lystrosaurier, die sind ähnlich wehrlos. Die nehmen wir natürlich auch gleich mit. Alles, was wehrlos ist, ist nur zum Fressen da. Ist noch ein kleiner Dodo. Und dann können wir uns irgendwann ja auch schon mal in Richtung Petranodon umsehen. Seht ihr es? Er greift mit an. Da hinten ist noch einer. Aber der läuft in den nebligen Wald rein. Oh, da läuft ein Parasaurier weg. Wenn etwas wegläuft, heißt das im Umkehrschluss immer, dass es gejagt wird. Ach, von zwei Dilophos. Die nehmen wir uns mit. Nicht wahr? Ein paar Dilophos kann man doch immer gebrauchen. Ja,
Ja, wir haben irgendwie, ich glaube, ich habe euch den Gifteffekt noch gar nicht gezeigt, den die machen. Vielleicht sollten wir das einfach mal zu Anschauungszwecken machen. Es bringt einen nicht gleich um. Aber jetzt, wir haben ja jetzt extra hier Bolas hergestellt, dann sollten wir, denke ich, die auch mal benutzen. Oh, er greift seinen eigenen Artgenossen sogar mit an. Tja, so sehr liebt er uns, dass er seine eigenen Artgenossen tötet. Gute Sache. Wir sind ja auch viel netter zu ihm. Jetzt nicht durch. Da hinten ist ein Raptor. Raptoren jagen selten alleine. Da kommt er. Ha. Tja. Ja, wenn man endlich mal ein bisschen was geschafft hat, kann man sich auch ganz gut zur Wehr setzen. Für mich ist am wichtigsten der Bogen, mit dem kann ich sehr gut umgehen. Jedenfalls bis zu den Schusswaffen. Allerdings machen die Schusswaffen im Verhältnis zu den Kosten, die sie verursachen, nicht besonders viel Schaden, muss ich sagen. So, jetzt reiten wir mal wieder zurück. Ich denke, wir können unser Boot auch demnächst mal ein bisschen verschieben. Da hinten an der einen Steilklippe zu hängen, ist ja. Da hängen wir jetzt schon ganz schön lange. Ne, das langweilt euch ja sicherlich. Und das wollen wir ja noch nicht. Muss mal kurz schauen. Okay, 22 Minuten. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Tja, jetzt könnte man ganz entspannt in den Sonnenuntergang reiten, wenn da nicht Nebel wäre. Ein Dodo, den nehmen wir natürlich noch mit. Und den Parasaurus, den nehmen wir der Vollständigkeit halber auch noch mit. Ja, ich stelle mich immer extra auf die andere Seite, damit ich nicht aus Versehen den Dino habe. Denn wir können unsere Dinos auch verletzen und auch sogar töten. Und das wollen wir ja nicht, ja. So. Joa, das war doch eine sehr erfolgreiche Jagd. Oh, da hinten sind zwei Petranodons. Das sind Fleischfresser. Am liebsten mögen sie Fisch, aber sie nehmen auch normales Fleisch. Die halten ziemlich wenig aus, sind im Kampf also nicht wirklich zu gebrauchen. Wir könnten ja einfach mal versuchen, die auszunocken. Wir versuchen das einfach mal. Solange sie am Boden sind, sind sie relativ leichte Beute. Ach, scheiße. Als ob er es gehört hätte. Hoffentlich landet er nochmal. So, dafür machen wir aber Folgen deaktivieren, damit er nicht so nah dran ist und nicht mit angreift. Schauen wir uns den dann mal an. Welches Level hat er? Level 2. Naja, besser als nichts. Jetzt hauen wir ihm einfach mal ins Gesicht. Los, kipp halt um. Da ist er. Schon liegt er auf dem Boden. Und dann packen wir ihm da Fleisch rein. Und bei denen ist die Benommenheit ziemlich... Also hier, dieser Benommenheitswert ist ziemlich weit unten. Folglich muss man denen häufiger mal eine Narkobeere geben.
Da ich jetzt keine hier habe, sammle ich mal schnell welche. Ja, so schnell geht das mit dem Zähmvorgang. Da Level 2 ist, müsste das doch relativ fix gehen. Und dann können wir nämlich, sobald wir den Sattel dafür bauen können, mal eine Runde losfliegen. So, jetzt dürften wir noch so einiges an Narkobären haben. Hoffentlich wenigstens dafür genug. So, Bewusstlosigkeit geht so. Was? 5 Bären? Das ist aber wenig. So, seine Benommenheit ist wieder voll. Oh, ich denke mal, hier ist es ja relativ sicher. Dann können wir schon mal den Paarer nach Hause bringen. Die Bola entfernt sich nach einer oder anderthalb Minuten irgendwie von selbst. Man kann sie auch abnehmen, aber tut ja nicht Not. Nicht, dass er uns wegfliegt. Bewusstlos. So. Folgen ist ja noch deaktiviert. Jetzt hätte ich zwar eigentlich ein bisschen Narkosemittel mitnehmen können, aber bei dem kleinen Benommenheitswert, finde ich, ist das Verschwendung. Müsste es ziemlich tief sinken lassen und die Gefahr besteht dann ja, dass sie wieder aufwachen. Deswegen müsste man das immer so benutzen, dass es nicht seine volle Wirkung entfaltet, also nicht die volle Wertzahl nimmt. Und das wäre, weiß ich nicht, fände ich nicht gut. Denn der hat ja gerade mal 127 Benommenheit. So, wollen wir mal schauen. Ah, er ist auch schon bei der Hälfte. Narkobeere. Huch. Ja, was machen wir so lange? So lange werden wir noch einen Parasaurus jagen. Warum nicht? Haben wir noch eine Cola übrig? Hey, du. Leder bis zu irgendeinem Update. Dann haben sie es einfach in Tierhaut umbenannt. Ich meine, ich fand Leder eigentlich schöner. Deswegen sage ich auch die meiste Zeit noch Leder dazu. Und nenne den Schrank dafür auch immer Leder. So, noch ein paar Narkobären sammeln. Und dann müsste der auch bald fertig sein. Schaffen wir auf jeden Fall noch bis Ende der Folge. Ja, die fressen halt immer, wenn der Nahrungswert unter, ich glaube, unter 50 runtergefallen ist, 50 unter dem Maximalwert. Und dann bei jedem Mal fressen geht ein bisschen, geht das Zähmen ein wenig hoch. Wir können das ja mal beobachten. Er müsste ja jetzt gleich wieder fressen. Der klassische Vorführeffekt. Ja. Müsste ja jetzt eigentlich so langsam mal wieder fressen. Das mit den 50 stimmt folglich nicht so ganz. Hab ich auch nur mal irgendwo gelesen. Kann auch sein, dass ich die Zahl vertauscht habe mit irgendwas anderem. So, wir müssen ihm noch ein paar Bären geben. Oh, da war es schon. Und den nennen wir natürlich Peter. Er war männlich, glaube ich. Ja, er war männlich. So, dann machen wir hier, bevor er jetzt gleich losfliegt, machen wir Folgedistanz
auf niedrig, damit er bei uns bleibt. Dann bringen wir ihn mal nach Hause. Der umkreist uns jetzt immer. Ja, ist gar nicht im Weg. Erstmal schnell was essen. So, und dann wollen wir mal gucken, ob wir ihn davor gelandet kriegen. Komm mal her, hier. Warum hängt er jetzt in der Luft? Eigentlich landet er jetzt, aber egal. Wahrscheinlich, weil ihm die anderen Dinos im Weg sind. Och Gott. Am Arsch der Welt ist er gelandet. Scheiße. So, aber jetzt müssten wir ja genug für den Stegosattel haben. Dann werden wir den jetzt mal bauen. Oh nein, ich sehe gerade, wir können ihn nicht mehr bauen. Wir bauen ihn in der nächsten Folge. Es war schön, dass ihr mir zugeguckt habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao.